Schleuse Kiel-Holtenau, 8 Uhr morgens. Ein Containerfrachter kommt von der Ostsee. Er kommt aus Fredericia in Dänemark und muss durch den Nordostseekanal, den NOK. Per Funk ist die Order gekommen, festmachen in der Nordkammer. Das Schiff ist die Bernhard Schepers. Es gehört der HS Bereederungs GmbH im niedersächsischen Emsland. Es fährt für den Containerdienst Unifieder. Der Lotse an Bord ist Pflicht. Nick Suhrmann steigt in der Schleuse zu für die Kanal-Osthälfte. Moin, Kapitän. Los. Ja, vorne. Moin, willkommen an Bord. Ja, danke. Tiefgang 7,10 Meter. 7,10 Meter. Ein deutscher Kapitän, Michael Hornig. Der Erste macht jetzt hier die Wache bis 12 Uhr. Ja. Die Schleusung beginnt. Die Bernhard Schepers muss in die Elbe und hat keine Zeit zu verlieren. Der nächste Hafen ist Hamburg, davor der NOK. Gut ist, wenn wir in 7 Stunden hier durchkommen. Das ist eine gute Zeit. Und schlecht ist, wenn wir dann 12 Stunden brauchen. Hatten wir auch alles schon. Aber 7 Stunden ist eine gute Zeit und so ist auch der Plan eigentlich. Bevor es losgeht, immer dieselbe Frage. Darf es ein Kaffee, ein Cappuccino oder ein Latte sein? Wie ja, ein Cappuccino. Ein Cappuccino, dann machen wir das doch gleich. So, wie sagt man, Lotsen Diesel, ne? Gibst du denn jetzt noch jemanden Kaffee, bevor ich jetzt hier... Noch einen Kaffee möchten die beiden Kanalsteurer, die sich bis Brunsbüttel ablösen werden. Sie steuern das Schiff, aber der Lotse sagt wie. Er hat noch eine auszubildende Nautikerin dabei, macht 4 Kaffee für die Brücke. Kapitän, ich darf mal vorstellen, Lea Spitzmann, Praktikantin der Lotsen. Jo, willkommen an Bord. Danke. Halben Semester, dann ist sie fertig. Jo, na dann kann sie ja schon selber fahren hier. Ja. Der Nordostseekanal zwischen Kiel und Brunsbüttel, 98,6 Kilometer lang, 1895 fertiggestellt, immer wieder ausgebaut. Er hat seine Regeln. Außer einigen sogenannten Langsamläufern fahren alle Schiffe gleich schnell, 15 Kilometer pro Stunde. Die Bernhard Schepers fährt 15 und wird die Begleiter aus der Schleuse also behalten. Vorneweg die Prima Lady, hintendran die Modulus. Es geht zuerst durch die Oststrecke, das holsteinische Hügelland. Auf der Brücke wartet man auf die erste Information der Kanalbehörde, den Sammelanruf per Funk alle halbe Stunde. Der Lotse am Hebel, der erste Steuerer am Steuer. Der zweite legt sich hin. Ja, der Mann, gute Ruhe. Die Steuerer fahren anders als die Lotsen die ganze Kanalstrecke und wieder zurück. Sie brauchen Ruhezeit. Die großen Schiffe haben dafür kleine Kammern. Kielkanal 3, Sammelanruf 9.20 Uhr. Die Verkehrslage ostwärts. Siechem Defiance, 9.000. Die Siechem Defiance, ein großer Entgegenkommer. Der Sammelanruf. Eine verbindliche Ansage in knapper nautischer Sprache alle halbe Stunde. Alle Schiffe im Kanal müssen sich danach richten. Alle Verkehrsgruppen, von den ganz großen, Gruppe 6, bis zu den kleinen, Gruppe 1. Sportboote sind nicht gelistet. Welches Schiff zu welcher Gruppe gehört, ergibt sich aus Länge und Breite. Aber auch der Tiefgang ist wichtig. Schön, 8.58 Uhr, 9.02 Uhr, später freie Fahrt in Rade. Westwärts. 5 Bernhard Schepers, 10.000, 7,10 Meter. Die Bernhard Schepers gehört zur Gruppe 5 mit 7,10 Meter Tiefgang und 152 Meter Länge. Und Groß-Nordsee. Dann passt es dort mit einmal 4. Hier kommt der Sammelanruf her, aus der Verkehrszentrale des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Brunsbüttel. Ende der Durchsage. Zu Kaisers Zeiten waren es 2, heute gibt es nur noch einen Ort für Verkehrslenkung auf beiden Kanalhälften, für Ost- und Weststrecke, das Herz des NOK. Geplant wird die Lenkung hier und in der Leitung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes gleich nebenan.
Nautiker Sven Krieg hat den Überblick über den ganzen Kanal. Als Kapitän ist er weltweit gefahren, kennt den mindestens 600 Kilometer längeren Weg um Skagen, genauso wie die 100 Kanalkilometer und ihre Schleusen. Sein wichtigstes Hilfsmittel für die Schiffslenkung ist immer noch das gleiche wie vor 100 Jahren. Nur war es damals eine große Wandtafel. Das Wegzeitdiagramm. Auf der linken Seite ist Kiel, auf der rechten Seite ist Brunsbüttel. Dazwischen unterwegs die Schiffe, jedes mit Verlaufslinie. Das Grundproblem liegt da, wo sich die Linien treffen und die Schiffe begegnen. Für zwei große Schiffe, zweimal Gruppe 5, wie die Bernhard Schepers, ist der Kanal einfach zu eng. Man kann ganz pauschal sagen, wir haben eine Begegnungsziffer 8. Begegnungsziffer bedeutet, die Verkehrsgruppen werden einfach addiert. Also sozusagen das ganz kleine 1x1. Bernhard Schepers ist Verkehrsgruppe 5. Das heißt, er darf ihm maximal Verkehrsgruppe 3 begegnen. Alles, was höher ist, muss die Begegnung in der Weiche stattfinden. Damit wären wir bei dem Entgegenkommer. Die Siechem Defiance, Gruppe 4, plus 5 Bernhard Schepers. Die Begegnung geht nur in den Weichen, den verbreiterten Stellen im Kanal, die grünen Balken auf dem Diagramm. Siechem Defiance ist jetzt gerade hier. Und wir, Bernhard Schepers, liegen in der Weiche Schwattenbeck und müssen auch ungefähr 20 Minuten warten. Der Nautiker als Begegnungsmanager. Ein paar Zimmer weiter sitzt Kollege Oliver Wilke. Seine Aufgabe liegt im Detail. Er muss sich manche Begegnungen ganz genau anschauen, etwa wenn es eine Havarie gegeben hat und vor Gericht verhandelt wird. Dafür erstellt er Animationen. Diese hier ist harmlos. Die Bernhard Schepers trifft gerade in der Weiche Schwartenbeck ein. Sie wird schon langsamer. Hier Kiekanal 3 mit dem Sommelanruf um 10.20 Uhr. Die Verkehrslage westwärts. 5 Bernhard Schepers, 10.710 Meter. Vorsignal in Schwartenbeck. Hin 4. Die Bernhard Schepers fuhr Signal. Sie muss warten. Ende der Durchsage. Und es ist dieses Warten auf den Entgegenkommer, das aus 8 Stunden im Kanal dann mal 9 macht oder 11. Wir warten jetzt auf ein Vierer. Jetzt siehst du, es warten 3 Schiffe auf ein Schiff. Wo man sagen würde, wieso, dann wäre es doch besser, die 3 würden erstmal weiterlaufen. In Brunsbüttel, die versuchen das so, dass sie sagen, okay, wir warten jetzt hier zwar 20 Minuten, das macht nichts, dafür haben wir später eine glatte Passage mit anderen Schiffen. Und insgesamt wird die durchschnittliche Wartezeit so minimiert für die gesamte Schifffahrt. Die Sportboote und Segler dürfen weiterfahren. Die größeren Schiffe liegen vor den Dalben und warten. Warten auf die Siechem Defiance. Das ist ein relativ kleiner Tanker. Hier sieht er groß aus, aber er ist nicht so groß. Sieht nur so aus. Er fährt im Ballast, wie man sieht. Und wohin könnte man nachschauen, wenn man es wissen will. Will man nicht. Weiche Schwartenbeck beendet. Die Bernhard Schepers kommt jetzt, so schnell es geht, wieder auf die erlaubten 15 Kilometer pro Stunde. Das Team aus Lotse und Steuerer kratzt souverän an 15,5, so wie es die Prima Lady, das Pilotschiff, vorgibt. Und nach 15 Minuten sind die vorauseilenden Segler eingeholt. Die Kanal-Oststrecke ist 102 Meter breit, so eng wie nach der ersten Erweiterung 1914. Die Weststrecke ist 162 Meter breit. Sie wurde ab 1965 ausgebaut. Schon wieder wird die Bernhard Schepers langsamer. Warten in der Weiche Groß-Nordsee auf die Elena. Hier ist ein kleiner, könnte ja sagen, Kümo. Aber klingt immer so beleidigend. Wäre der Kapitän bestimmt beleidigt, aber ist letztendlich einer. Ich weiß nicht, wo der hinfährt, müsste man mal gucken, aber ist auch nicht so wichtig. Es geht nämlich noch nicht weiter. Erst nach dem zweiten Entgegenkommer, die Papenburg. Das waren ja eben bloß 5 Minuten. Das ist eine normale Zeit. Wir fahren ja immer konstanten Speed, damit es kalkulierbar ist. So, und deshalb, man könnte natürlich jetzt sagen, wir fahren einfach mal ein bisschen langsamer, würde aber den gesamten Plan durcheinander bringen. Also deshalb fährt man mit normal Kanalfahrt in die Weiche, wartet da, lässt sich nur so kalkulieren, anders geht's nicht.
Auch wenn der Kapitän Verständnis hat. Groß-Nordsee ist schon die zweite Weiche, in der die Bernhard Schepers wartet. Und nicht etwa die anderen. Halb so wild, sagt der Nautiker. Das ist für die Bernhard Schepers eine gute Begegnung, wenig Verzögerung. Es sind nur 10 Minuten, ein Stopper da geplant. Und auf der Ausstrecke kann man sagen, alles, was unterhalb einer halben Stunde ist, ist ganz normal und muss jedes Schiff erwarten und damit rechnen. Die Linie der Bernhard Schepers knickt in der grünen Weiche nach unten ab. Stopp. Warten auf die Entgegenkommer. Hier wird jetzt gleich die Bernhard Schepers weiterfahren. Raus aus der Weiche nach der Begegnung, jetzt. Die waagerechte Linie ist die Zeitachse. Alles darunter nur geplant. Die Bernhard Schepers kommt wieder in Fahrt. Der Kapitän hat sich in seine Kammer zurückgezogen. Nicht zum Schlafen, für Büroarbeiten. Schiff steigt morgen aus und wenn der aussteigt, will der ausgezahlt werden. Aber ausgezahlt, dazu muss ich wissen, wie viel. Die Heuer für den ersten Maschinisten. Also nochmal Kontakt zum Crewmanagement. Dazu kommt dann immer noch jeden Tag ein Sack E-Mails, die alle beantwortet werden müssen oder... Und die dann immer ganz dringend sind zum Teil. Und jo, man hat zu tun. Man fährt nicht nur Schiff. Schifffahren machen wir eigentlich nebenbei. Inzwischen ist es 11.15 Uhr. Der zweite Steurer hat 2 Stunden geruht und löst den ersten ab. Viel Spaß. Danke. Na, gut geruht. Nach den großen Begegnungen in den Weichen kommt es im Moment nur zu kleinen. So schlecht läuft das gar nicht für die Bernhard Schepers. Das Ende der Oststrecke ist beinahe in Sicht. Vielleicht hat Unifida ja Glück und das Schiff ist nach 8 Stunden raus aus dem Kanal. Es ist noch nicht gewonnen. Auf der Weststrecke haben wir zurzeit 3 große. Die Heinrich Ehler, fast doppelt so groß wie Bernhard Schepers. Und Frederik, Verkehrsgruppe 5. Und Crystal Diamond, ein bisschen kleiner, aber immer noch zu groß. Die Begegnung muss geplant werden. Ohne Kaffee geht in der Lenkung gar nichts. An Bord wird um 12 Uhr Mittag gemacht. Der Kapitän mag eigentlich keinen Reis und der Koch weiß das. Den kann ich noch mal verwenden. Ich gehe davon aus, die Kartoffeln alle sind. Kann durchaus sein, weil wir bekommen morgen Proviant. Aber auch mit frischem Proviant. Der Koch muss eigentlich immer improvisieren. Ja, für seine philippinischen Kollegen, dann für die kapverdischen Kollegen. Für die Ukrainer und Russen, die Polen und für mich. Und damit haben wir sie alle genannt. Das bedeutet manchmal 5 verschiedene Gerichte. Oh, hello, that's nice. Can you put it here, please? Lotsen und Steuerer werden auf der Bernhard Schepers mitversorgt. Eine Selbstverständlichkeit für die Reederei. Der Lotse nimmt den polnisch-ukrainisch-deutschen Mittagstisch und wagt eine erste Prognose, wenn Rendsburg in Sicht ist. Gut, wir hatten eigentlich nur einen richtigen Stopper. Aber jetzt ist die Ankunftszeit auf 17 Uhr, sie berechnet im Moment. Und das ist immer noch eine völlig akzeptable Zeit für den Kanal. Wenn es so kommt, ein bisschen Optimismus zum Mittagessen. Und der Lotse mag Reis. Schmeckt gut. Philippinischer Koch. Sieht man, schmeckt man, alles gut. Von den 10 Brücken über den Kanal sind nur 2 aus der Kaiserzeit. Mit der Eisenbahnhochbrücke von 1913 und den beiden Tunneln für Fußgänger und Autofahrer ist Rendsburg die heimliche Kanalhauptstadt. Meter lichte Durchfahrtshöhe ist Standard für die Brücken und auch nach 120 Jahren ausreichend. Hier könnte die Bernhard Schepers also um 17 Uhr eintreffen, in der Schleuse Brunsbüttel. Sie bekommt jetzt in der Verkehrszentrale erst einmal einen anderen Ansprechpartner. Den Verkehrslenker West. Hier ist die Kanal 2 mit dem Sammelanruf um 13. Es ist viel rationalisiert worden im Kanal. Die Trennung in Ost und West bleibt.
alle Fahrzeuge. Wenn man beide Seiten zusammenlenken würde, wäre die Arbeitsdichte aufgrund UKW-Kanäle und Lenkungsmaßnahmen viel zu viel für einen. Man macht Konzentrationsfehler nachher. Muss nicht sein. Die blaue Linie ist beinahe die Mitte des Kanals. Das ist der Kreishafen Rendsburg. Und direkt links davon, an der linken Seite, ist die Hochbrücke Rendsburg, die Eisenbahnhochbrücke. Und genau da ist jetzt die Bernhard Schepers. Ja, auf der Weststrecke haben wir noch mehrere große Entgegenkommer. Und da ist noch ein großer dazugekommen, die York. Ja, da haben wir noch zwei große, Frederick und Crystal Diamond. Und die nächste Begegnung ist dann mit der Heinrich Ehler, ist jetzt gerade im Bereich Oldenbüttel. Und dann kommt westwärts die Bernhard Schepers. Noch ist nicht sicher, dass sie glatt durchkommt. Verzögerungen sind immer noch zu erwarten. Die Verkehrslage westwärts. 5 Bernhard Schepers über 10.000, 7,10 Meter, 13.11 Uhr. 3 Volt nach Oldenbüttel, zweimal hin. Der 5er Frederick, letzter 4 Crystal Diamond. 12.34 Uhr. In der Weiche Schülp hat die Bernhard Schepers erstmal freie Fahrt. Verkehrsgruppe 4, die York ist jetzt eingelaufen in Dükersbisch. Ende der Durchsage. Der Nordostseekanal hat 37 Zuflüsse. Der größte, die Eider, fließt in den und aus dem Kanal. Durch den Bau ist der Fluss erheblich verändert worden. Lotsenwechsel. Der Lotse für die Weststrecke kommt. Er hat schon ein Schiff hinter sich, den Hinweg von Brunsbüttel bis hier, bis Rüsterbergen. Der Lotse für die Oststrecke wird das Schiff verlassen. Ja, moin, willkommen an Bord. 5,5 am Hebel, links dreht sie, Hochstrahl zuschalten, eben mit dem Schlüssel. Ja, alles klar. Kapitän, gute Reise bei der Ja, schönen Dank, dass wir eine schöne Rücktour oder schönen Feierabend, je nachdem. Und weiterhin viel Erfolg. Danke. Vielleicht sehen wir uns mal irgendwo. Die zweite Hälfte des Arbeitstages beginnt. Das Schiff zurück ist schon unterwegs. Ein Arbeitstag, das heißt genau wie für den neuen Westlotsen, 2 Schiffe, 12 Stunden. Also 12 Stunden ist eine grobe Schätzung. Freie Zeit zurzeit liegen wir so bei 30, 36 Stunden zwischen den Einsätzen an Freizeit. Die Lotsen sind in 2 Brüderschaften organisiert. Es gibt 142 Westlotsen und 179 Ostlotsen. Sie müssen auch bis Lübeck fahren können. Wie sieht es mit dem Kaffee aus? In welcher Form? Cappuccino, schwarz. Kaffee mit Milch, bitte. Kaffee mit Milch. Einfach so einen schwarzen Kaffee mit Milch. Ja, genau. So was Simples, na gut. Mit seinen Büroarbeiten ist der Kapitän durch. Seit 6 Uhr ist er auf den Beinen und würde sich gerne hinlegen. Eigentlich soll er im Kanal zur Ruhe kommen, vor Hamburg oder Bremerhaven. Die verantwortlichen Tätigkeiten eines Kapitäns? Kaffee kochen. So, wir haben Glück, dass kein Seegang ist, weil der Kaffee ist nämlich randvoll. Ja. Randvoll und heiß. Ja, vielen Dank, Kapitän. Bitte, bitte. Ich verabschiede mich. Ja. Sie sind da schon mal durchgefahren, Sie kennen das, ja? Genau. Wir sehen uns vor Brunsbüttel. Alles klar, 16:30 ETH. Bis dann. Jo. Jo, danke, tschüss. Wenigstens noch 2 Stunden gute Ruhe, während die Landschaft flach wird und der Kanal 162 Meter breit. Er hat jetzt kaum noch Kurven auf seinem Weg zur Nordsee. Auf der Nordwestseite kommt Dithmarschen in Sicht. Im Süden die Haaler Wiesen und Moore. Und die nächste Weiche. Der Lotse muss wieder ganz außen in der Nock steuern, damit er sieht, wo das Land anfängt. Die Weiche Oldenbüttel, wieder mit Dalben zu beiden Seiten. Lotse und zweiter Offizier warten hier auf die angekündigten Großen, Frederick und Crystal Diamond. Bei schlecht Wetter könnte man das Schiff an diese Dalben legen. Also das könnte man machen, ja klar, aber ich versuche es eigentlich zu vermeiden. Ne? Sie sehen ja selber, wie der Zustand zurzeit hier in der Weiche ist. Ist aber auch gar nicht nötig. Die Entgegenkommer sind schon da. Also hier ist jetzt unser kleiner Konvoi westwärts gehend, begegnet sich in der Weiche Oldenbüttel mit den ostwärts gehenden Verkehrsgruppe 5 Frederick und Verkehrsgruppe 4 Crystal Diamond. Eine glatte und problematische Kreuzung. Gute Lenkung.
Im Grün der Weiche getroffen. Keiner muss stoppen. Wir gucken immer, dass das auch über den gesamten Pfadverlauf das Optimum ist. Wir bemühen uns. Das Optimum zu 100% kriegt man natürlich nie hin. Die beiden Entgegenkommer etwa brauchten in der letzten Weiche Geduld. Ja gut, wir haben Stunde 20 Minuten in Kuddensee gehabt, ne, die beiden. Verkehrslenkung ist immer auch eine Ermessensfrage. Hier ist Giganal 2 mit dem Sammelanruf um 14.15 Uhr. Die Verkehrslage ostwärts. 5 Frederick über 14.8,40 Meter. 4 Crystal Diamond über 7.8,50 Meter. 3 holzfreie Fahrt. Gruppe 4 York über 9.7,30 Meter. Fischerhütte 14.13 Uhr. Oldenbüttel, 3 holzfreie Fahrt. Gruppe 5, Boudicca, über 28.750 Meter. Von der Boudicca war bis jetzt noch nicht die Rede. Eine Überraschung. Großes Schiff, nie gehört. Die Bernhard Schepers erreicht die weiche Fischerhütte. Westwärts, Gruppe 5, Bernhard Schepers, über 10.710 Meter. Fischerhütte. Die York hätte schwierig werden können, aber man ist sich in der Weiche begegnet. Gute Lenkung. Es läuft immer noch wie am Schnürchen für die Bernhard Schepers. Und die Landschaft verändert sich gerade zum letzten Mal. Die Haaler Wiesen gehen über in die Wilster Marsch. Keine 2 Stunden mehr, wenn es so weiterläuft. In der Weiche Dükerswisch dann der unbekannte Große, ein Passagierschiff. Es muss warten. Die Bernhard Schepers hat freie Fahrt. Der hatte einfach, ich sag mal, etwas ungünstige Abfahrtszeit. Und dann habe ich mich so entschieden, ihn liegen zu lassen, damit die Bernhard Schepers laufen kann. Einer muss laufen, einer muss liegen. Sie können sich nicht überall begegnen. Die Boudicca liegt da eine Stunde, 5 Minuten. Die gucken sich die schöne Landschaft von Schleswig-Holstein an. Die Boudicca, eigentlich Boudica, von einer britisch-norwegischen Reederei, kann ihre Fahrt endlich fortsetzen. Mit mehr als 300 Mann Besatzung und mehr als 800 Passagieren. Die Bernhard Schepers hat 12 Mann Besatzung. Hochdonn, die letzte Brücke vor Brunsbüttel. Das gibt ein Cappuccino jetzt. So ein bisschen Büro gemacht, aber dann auch schön geschlafen, also bestimmt 2 Stunden auch geschlafen. Der Kapitän, zurück auf der Brücke, will den Schleusenplatz wissen. Bernhard Schepers. Bernhard Schepers. Letzter neue Nord, Steuerbordseite. Letzter neue Nord, Steuerbord, bedankt. Neue Schleuse Nord, ohne Wartezeiten. Soll eigentlich so klare Schleuse bei Ankunft geben, ne? Ja, das ist doch gut, ne? Für Brunsbüttel ist das hervorragend, ne? Ja. Nichtsdestotrotz. Ich übernehme den ganzen Krempel in meinen Handort, ne? Ja, alles klar. Zack, Ruder ist egal, da haben wir 2, den machen wir mal an. Die Einfahrt in die Schleuse ist das erste Manöver, das der Kapitän nach der Kanalpassage wieder selbst fährt, wenn er will. Brunsbüttel, die Industrie auf der Kanalsüdseite, dahinter die Elbe. Und das Schleusentor ist tatsächlich schon geöffnet. Es läuft weiter glatt für die Bernhard Schepers. Der Kapitän wird in der Schleuse anlegen. Die letzte Kanalfähre. In Brunsbüttel und Rendsburg ist am meisten Fährbetrieb. Jo, das sind teilweise Kamikaze-Fahrer, aber die kennen ihr Schiff auch und wissen, was geht und was nicht geht. Sollten wir jedenfalls hoffen. 14 Fährstellen gibt es seit dem Bau des Nordostseekanals. Die Nutzung der Fähren ist kostenfrei. Vorfahrt haben immer die Schiffe, die das Fahrwasser nutzen, nicht die Fähren, die es queren. In der Verkehrszentrale des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts ist die Bernhard Schepers über fast 100 Kilometer gelenkt worden. Jetzt könnte man sie dort auch sehen, wenn man wollte. Außer den Verkehrslenkern arbeiten hier auch die Schleusenmeister. Sie haben dem Lotsen per Funk die Kammer zugewiesen. Ja, wenn der mitkommt, wäre natürlich gut, dann hätten wir... Ja, die Schleusenmeister arbeiten dann nach dem Prinzip FIFO, First In, First Out. Das heißt, das Schiff, was als erstes kommt, kommt auch als erstes in die Kammer. Kann natürlich sein, in Absprache mit den Lotsen und in Abhängigkeit vom Wetter,
also sprich zum Beispiel Wind oder so, dass die Reihenfolge geändert wird, aber das machen die Schleusenmeister selbstständig. Ein letzter Blick auf die Wegzeitachse der Bernhard Schepers. Hier hatten wir einen Stopper in der Weiche Schwartenbeck. Da hatten wir eine kurze Aufstoppung, 10 Minuten in der Weiche Groß-Nordsee. Dann einen glatten Gang durch den gesamten Kanal. Hier hat einer gewartet. Hier haben zwei etwas verzögert. Bis hin zur Schleuse Brunsbüttel. Mit Einfahrt in die Schleuse hat der Bernhard-Schepers-Konvoi den Kanal verlassen. Sven Krieg räumt auf. Und das interessiert mich alles nicht mehr. Die sind weg. Die stören mich alle nur noch. Dabei hat die Bernhard Schepers noch nicht einmal festgemacht. Um 16.40 Uhr ist es soweit. Okay, Position. Eine halbe Stunde rechnet der Kapitän für die Schleuse. Die Steuerer gehen als Erste von Bord. Sie melden sich im Vereinsheim und nehmen die nächste Passage zurück. Kapitän, bedankt. Bis dann, zwei Tage. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns dann wiedersehen. Ja. Dankeschön. Tschüss. Der Lotse hat Hin- und Rückweg hinter sich und jetzt Feierabend. Also mit roundabout 8 Stunden, bis wir drin sind und so weiter, war das eine gute und schnelle Passage. Definitiv. Aber noch ist die Bernhard Schepers in der Schleuse. Tja, da könnte jetzt der Vordermann zum Beispiel noch ein Problem kriegen oder das Schleusentor würde ein Problem kriegen, geht nicht mehr zu nachher, aber das sind so Dinge, die wir mal ausschließen wollen. Wir denken ja positiv. Wir machen natürlich nichts falsch, bei uns ist immer alles in Ordnung. Ist ja klar. Das Schleusentor zum Kanal geht zu und der Vordermann, die Prima Lady, hat bis jetzt kein Problem. Vielleicht 15 Stunden hat die Bernhard Schepers gespart im Vergleich zur Route um Skagen. Wenn man bei schlechtem Wetter draußen rumfährt durch den Kanal, hat man eine relativ ruhige Zeit. Ist ja auch ein Faktor für viele, nicht nur der finanzielle Faktor, außen um Skagen zu fahren, sondern auch bei schlechtem Wetter die Sache hier drin abzuwettern. Ne? Die Prima Lady fährt als Erste auf die Elbe. Die Zweckgemeinschaft, der Konvoi aus 3 Schiffen, ist ab sofort aufgelöst. Ungefähr 4.500 Euro hat die Passage für die Bernhard Schepers gekostet. Ein Drittel für die Behörde, 2 Drittel für Lotsen und Steuerer. Die Kosten für 30 Tassen Kaffee nicht mitgerechnet. In spätestens 4 Stunden liegt sie unter den Hamburger Containerbrücken, dann Bremerhaven. Und in 2 Tagen ist die Bernhard Schepers wieder im Nadelöhr Nordostseekanal. Minimiert für die gesamte Schifffahrt. Die Sportboote und Segler dürfen weiterfahren. Die größeren Schiffe liegen vor den Dalben und warten. Warten auf die Seachem Defiance. Das ist ein relativ kleiner Tanker. Für hier sieht er groß aus, aber er ist nicht so groß. Sieht nur so aus. Er fährt im Ballast, wie man sieht. Und wohin? Könnte man nachschauen, wenn man es wissen will. Will man nicht. Weiche Schwartenbek beendet. Die Bernhard Schepers kommt jetzt, so schnell es geht, wieder auf die erlaubten 15 Kilometer pro Stunde. Das Team aus Lotse und Steuerer kratzt souverän an 15,5, so wie es die Prima Lady, das Pilotschiff, vorgibt. Und nach 15 Minuten sind die vorauseilenden Segler eingeholt. Die Kanal-Oststrecke ist 102 Meter breit, so eng wie nach der ersten Erweiterung 1914. Die Weststrecke ist 162 Meter breit. Sie wurde ab 1965 ausgebaut. Schon wieder wird die Bernhard Schepers langsamer. Warten in der Weiche Groß-Nordsee auf die Elena. Hier ist ein kleiner, könnte ja sagen, Kümo.
Aber klingt immer so beleidigend. Wäre der Kapitän bestimmt beleidigt, aber ist letztendlich einer. Ich weiß nicht, wo der hinfährt, müsste man mal gucken, aber ist auch nicht so wichtig. Es geht nämlich noch nicht weiter. Erst nach dem zweiten Entgegenkommer, die Papenburg. Das waren ja eben bloß 5 Minuten. Das ist eine normale Zeit. Wir fahren ja immer konstanten Speed, damit es kalkulierbar ist. So, und deshalb, man könnte natürlich jetzt sagen, wir fahren einfach mal ein bisschen langsamer, würde aber den gesamten Plan durcheinander bringen. Also deshalb fährt man mit normal Kanalfahrt in die Weiche, wartet da, lässt sich nur so kalkulieren, anders geht's nicht. Auch wenn der Kapitän Verständnis hat. Groß-Nordsee ist schon die zweite Weiche, in der die Bernhard Schepers wartet und nicht etwa die anderen. Halb so wild, sagt der Nautiker. Das ist für die Bernhard Schepers eine gute Begegnung, wenig Verzögerung. Es sind nur 10 Minuten, ein Stopper da geplant. Und auf der Ausstrecke kann man sagen, alles, was unterhalb einer halben Stunde ist, ist ganz normal und muss jedes Schiff erwarten und damit rechnen. Die Linie der Bernhard Schepers knickt in der grünen Weiche nach unten ab. Stopp. Warten auf die Entgegenkommer. Hier wird jetzt gleich die Bernhard Schepers weiterfahren. Raus aus der Weiche nach der Begegnung, jetzt. Die waagerechte Linie ist die Zeitachse, alles darunter nur geplant. Die Bernhard Schepers kommt wieder in Fahrt. Brücken und auch nach 120 Jahren ausreichend. Hier könnte die Bernhard Schepers also um 17 Uhr eintreffen, in der Schleuse Brunsbüttel. Sie bekommt jetzt in der Verkehrszentrale erst einmal einen anderen Ansprechpartner. Den Verkehrslenker West. Hier ist die Kanal 2 mit dem Sammelanruf um 13. Es ist viel rationalisiert worden im Kanal. Die Trennung in Ost und West bleibt. Wenn man beide Seiten zusammenlenken würde, wäre die Arbeitsdichte aufgrund UKW-Kanäle und Lenkungsmaßnahmen viel zu viel für einen. Man macht Konzentrationsfehler nachher. Muss nicht sein. Die blaue Linie ist beinahe die Mitte des Kanals. Das ist der Kreishafen Rendsburg und direkt links davon, an der linken Seite, ist die Hochbrücke Rendsburg, die Eisenbahnhochbrücke. Und genau da ist jetzt die Bernhard Schepers. Ja, auf der Weststrecke haben wir noch mehrere große Entgegenkommer und da ist noch ein großer dazugekommen, die York. Ja, da haben wir noch zwei große, Frederick und Crystal Diamond. Und die nächste Begegnung ist dann mit der Heinrich Ehler, ist jetzt gerade im Bereich Oldenbüttel. Und dann kommt westwärts die Bernhard Schepers. Noch ist nicht sicher, dass sie glatt durchkommt. Verzögerungen sind immer noch zu erwarten. Die Verkehrslage westwärts. 5 Bernhard Schepers über 10.007,10 Meter. 13.11 Uhr. Brei Wolf nach Oldenbüttel zweimal hin. Der 5er Frederick, letzter 4 Crystal Diamond. 12.34 Uhr. In der Weiche Schülp hat die Bernhard Schepers erstmal freie Fahrt. Verkehrsgruppe 4, die York ist jetzt eingelaufen in Dükersbisch. Ende der Durchsage. Der Nord-Ostsee-Kanal hat 37 Zuflüsse. Der größte, die Eider, fließt in den und aus dem Kanal. Durch den Bau ist der Fluss erheblich verändert worden. Lotsenwechsel. Der Lotse für die Weststrecke kommt. Er hat schon ein Schiff hinter sich, den Hinweg von Brunsbüttel bis hier, bis Rüsterbergen. Der Lotse für die Oststrecke wird das Schiff verlassen. Ja, moin, willkommen an Bord. Moin. 5,5 am Hebel, Linksdrehze, Buchstrahl zuschalten, eben mit dem Schlüssel. Ja, alles gut. Ja, alles klar. Kapitän, gute Reise bei der Hände. Ja, schön, danke, dass wir eine schöne Rücktour oder schönen Feierabend, je nachdem. Und weiterhin viel Erfolg. Danke. Vielleicht sehen wir uns mal irgendwo. Die zweite Hälfte des Arbeitstages beginnt. Das Schiff zurück ist schon unterwegs. Ein Arbeitstag, das heißt genau wie für den neuen Westlotsen, 2 Schiffe, 12 Stunden. Also 12 Stunden ist eine grobe Schätzung. Freie Zeit zurzeit liegen wir so bei 30, 36 Stunden. Man steigt in der Schleuse zu für die Kanal-Osthälfte. Moin, Kapitän. Los. Ja, vornig. Moin. Willkommen an Bord. Ja, danke. Tiefgang 7,10 Meter. 7,10 Meter. Ein deutscher Kapitän, Michael Hornig. Der Erste macht jetzt hier die Wache bis 12 Uhr. Ja. Die Schleusung beginnt.
Die Bernhard Schepers muss in die Elbe und hat keine Zeit zu verlieren. Der nächste Hafen ist Hamburg, davor der NOK. Gut ist, wenn wir in 7 Stunden hier durchkommen. Das ist eine gute Zeit. Und schlecht ist, wenn wir dann 12 Stunden brauchen. Hatten wir auch alles schon. Aber 7 Stunden ist eine gute Zeit und so ist auch der Plan eigentlich. Bevor es losgeht, immer dieselbe Frage. Darf es ein Kaffee, ein Cappuccino oder ein Latte sein? Wie ein Cappuccino. Ein Cappuccino, dann machen wir das doch gleich. So, wie sagt man, Lotsen Diesel, ne? Gibt es denn jetzt noch jemanden Kaffee, bevor ich jetzt hier... Noch einen Kaffee möchten die beiden Kanalsteurer, die sich bis Brunsbüttel ablösen werden. Sie steuern das Schiff, aber der Lotse sagt wie. Er hat noch eine auszubildende Nautikerin dabei, macht 4 Kaffee für die Brücke. Kapitän, ich darf mal vorstellen, Lea Spitzmann, Praktikantin der Lotsen. Jo, willkommen an Bord. Danke. Halben Semester, dann ist sie fertig. Jo, na dann kann sie ja schon selber fahren hier. Ja. Der Nordostseekanal zwischen Kiel und Brunsbüttel. 98,6 Kilometer lang, 1895 fertiggestellt, immer wieder ausgebaut. Er hat seine Regeln. Außer einigen sogenannten Langsamläufern fahren alle Schiffe gleich schnell, 15 Kilometer pro Stunde. Die Bernhard Schepers fährt 15 und wird die Begleiter aus der Schleuse also behalten. Vorneweg die Prima Lady, hintendran die Modulus. Es geht zuerst durch die Oststrecke, das holsteinische Hügelland. Auf der Brücke wartet man auf die erste Information der Kanalbehörde, den Sammelanruf per Funk alle halbe Stunde. Der Lotse am Hebel, der erste Steuerer am Steuer. Der zweite legt sich hin. Ja, der Mann, gute Ruhe. Die Steuerer fahren anders als die Lotsen die ganze Kanalstrecke und wieder zurück. Sie brauchen Ruhezeit. Die großen Schiffe haben dafür kleine Kammern. Kielkanal 3, Sammelanruf 9.20 Uhr. Die Verkehrslage ostwärts. Sie schimmen die Fallen. Der Nordostseekanal hat 37 Zuflüsse. Der größte, die Eider, fließt in den und aus dem Kanal. Durch den Bau ist der Fluss erheblich verändert worden. Lotsenwechsel. Der Lotse für die Weststrecke kommt. Er hat schon ein Schiff hinter sich, den Hinweg von Brunsbüttel bis hier, bis Rüsterbergen. Der Lotse für die Oststrecke wird das Schiff verlassen. Ja, Hornig, moin, willkommen an Bord. Moin. 5,5 am Hebel, links dreht sie, Buchstrahl zuschalten, eben mit dem Schlüssel. Ja, alles gut. Gut, ja, alles klar. Kapitän, gute Reise bei den Händen. Ja, schönen Dank, dass wieder eine schöne Rücktour oder schönen Feierabend, je nachdem. Und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Vielleicht sehen wir uns mal irgendwo. Die zweite Hälfte des Arbeitstages beginnt. Das Schiff zurück ist schon unterwegs. Ein Arbeitstag, das heißt genau wie für den neuen Westlotsen, 2 Schiffe, 12 Stunden. Also 12 Stunden ist eine grobe Schätzung. Freie Zeit zurzeit liegen wir so bei 30, 36 Stunden zwischen den Einsätzen an Freizeit. Die Lotsen sind in 2 Brüderschaften organisiert. Es gibt 142 Westlotsen und 179 Ostlotsen. Sie müssen auch bis Lübeck fahren können. Wie sieht es mit dem Kaffee aus? In welcher Form? Cappuccino, ich nehme schwarz. Kaffee mit Milch, bitte. Kaffee mit Milch. Einfach so einen schwarzen Kaffee mit Milch. Ja, genau. So was Simples, na gut. Mit seinen Büroarbeiten ist der Kapitän durch. Seit 6 Uhr ist er auf den Beinen und würde sich gerne hinlegen. Eigentlich soll er im Kanal zur Ruhe kommen, vor Hamburg oder Bremerhaven. Die verantwortlichen Tätigkeiten eines Kapitäns? Kaffee kochen. So, wir haben Glück, dass kein Seegang ist, weil der Kaffee ist nämlich randvoll. Ja. Randvoll und heiß. Ja, vielen Dank, Kapitän. Bitte, bitte. Ich verabschiede mich. Ja. Sie sind da schon mal durchgefahren, Sie kennen das, ja? Genau. Wir sehen uns vor Brunsbüttel. Alles klar, 16:30 ETH. Bis dann. Jo. Jo, danke, tschüss. Wenigstens noch 2 Stunden gute Ruhe, während die Landschaft flach wird und der Kanal 162 Meter breit.
Er hat jetzt kaum noch Kurven auf seinem Weg zur Nordsee. Auf der Nordwestseite kommt Dithmarschen in Sicht. Im Süden die Haaler Wiesen und Moore. Und die nächste Weiche. Der Lotse muss wieder ganz außen in der Nock steuern, damit er sieht, wo das Land anfängt. Die Weiche Oldenbüttel, wieder mit Dalben zu beiden Seiten. Lotse und zweiter Offizier warten hier auf die angekündigten Großen, Frederick und Crystal Diamond. Durch den Bau ist der Fluss erheblich verändert worden. Lotsenwechsel. Der Lotse für die Weststrecke kommt. Er hat schon ein Schiff hinter sich, den Hinweg von Brunsbüttel bis hier, bis Rüsterbergen. Der Lotse für die Oststrecke wird das Schiff verlassen. Ja, Hornig, moin, willkommen an Bord. Moin. 5,5 am Hebel, Linksdrehze, Bugstrahl zuschalten, eben mit dem Schlüssel. Ja, alles gut. Gut, ja, alles klar. Kapitän, gute Reise bei der Hände. Ja, schönen Dank, dass wieder eine schöne Rücktour oder schönen Feierabend, je nachdem. Und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Vielleicht sehen wir uns mal irgendwo. Die zweite Hälfte des Arbeitstages beginnt. Das Schiff zurück ist schon unterwegs. Ein Arbeitstag, das heißt genau wie für den neuen Westlotsen, 2 Schiffe, 12 Stunden. Also 12 Stunden ist eine grobe Schätzung. Freie Zeit zurzeit liegen wir so bei 30, 36 Stunden zwischen den Einsätzen an Freizeit. Die Lotsen sind in 2 Brüderschaften organisiert. Es gibt 142 Westlotsen und 179 Ostlotsen. Sie müssen auch bis Lübeck fahren können. Wie sieht es mit dem Kaffee aus? In welcher Form? Cappuccino? Ich nehme schwarz. Kaffee mit Milch, bitte. Kaffee mit Milch. Einfach so einen schwarzen Kaffee mit Milch. Ja, genau. So was Simples. Na gut. Mit seinen Büroarbeiten ist der Kapitän durch. Seit 6 Uhr ist er auf den Beinen und würde sich gerne hinlegen. Eigentlich soll er im Kanal zur Ruhe kommen. Vor Hamburg oder Bremerhaven. Die verantwortlichen Tätigkeiten eines Kapitäns? Kaffee kochen. So, wir haben Glück, dass kein Seegang ist, weil der Kaffee ist nämlich randvoll. Ja. Randvoll und heiß. Ja, vielen Dank. Bitte, bitte. Ich verabschiede mich. Ja. Sie sind da schon mal durchgefahren, Sie kennen das, ja? Genau. Wir sehen uns vor Brunsbüttel. Alles klar, 16:30 ETH. Bis dann. Jo. Jo, danke, tschüss. Wenigstens noch 2 Stunden gute Ruhe, während die Landschaft flach wird und der Kanal 162 Meter breit. Er hat jetzt kaum noch Kurven auf seinem Weg zur Nordsee. Auf der Nordwestseite kommt Dithmarschen in Sicht. Im Süden die Haaler Wiesen und Moore. Und die nächste Weiche. Der Lotse muss wieder ganz außen in der Nock steuern, damit er sieht, wo das Land anfängt. Die Weiche Oldenbüttel, wieder mit Dalben zu beiden Seiten. Lotse und zweiter Offizier warten hier auf die angekündigten Großen, Frederick und Crystal Diamond. Bei schlechtem Wetter könnte man das Schiff an diese Dalben legen. Also das könnte man machen, ja klar, aber ich versuche es eigentlich zu vermeiden. Die York hätte schwierig werden können, aber man ist sich in der Weiche begegnet. Gute Lenkung. Es läuft immer noch wie am Schnürchen für die Bernhard Schepers. Und die Landschaft verändert sich gerade zum letzten Mal. Die Haaler Wiesen gehen über in die Wilster Marsch. Keine 2 Stunden mehr, wenn es so weiterläuft. In der Weiche Dükerswisch dann der unbekannte Große, ein Passagierschiff. Es muss warten. Die Bernhard Schepers hat freie Fahrt. Der hatte einfach, ich sag mal, etwas ungünstige Abfahrtszeit. Und dann habe ich mich so entschieden, ihn liegen zu lassen, damit die Bernhard Schepers laufen kann. Einer muss laufen, einer muss liegen. Sie können sich nicht überall begegnen. Die Boudicca liegt da 1 Stunde 5 Minuten. Die gucken sich die schöne Landschaft von Schleswig-Holstein an. Die Boudicca, eigentlich Boudica, von einer britisch-norwegischen Reederei, kann ihre Fahrt endlich fortsetzen.
mit mehr als 300 Mann Besatzung und mehr als 800 Passagieren. Die Bernhard Schepers hat 12 Mann Besatzung. Hochdonn, die letzte Brücke vor Brunsbüttel. Das gibt ein Cappuccino jetzt. So ein bisschen Büro gemacht, aber dann auch schön geschlafen, also bestimmt 2 Stunden auch geschlafen. Der Kapitän, zurück auf der Brücke, will den Schleusenplatz wissen. Bernhard Schäfers. Bernhard Schäfers. Letzter neue Nord, Steuerbordseite. Letzter neue Nord, Steuerbord, bedankt. Neue Schleuse Nord, ohne Wartezeiten. Soll eigentlich so klare Schleuse bei Ankunft geben, ne? Ja, das ist doch gut, ne? Für Brunsbüttel ist das hervorragend, ne? Ja. Nichtsdestotrotz, ich übernehme den ganzen Krempel in meinen Handlock, ne? Ja, alles klar. Zack, Ruder ist egal, da haben wir 2, den machen wir mal an. Die Einfahrt in die Schleuse ist das erste Manöver, das der Kapitän nach der Kanalpassage wieder selbst fährt, wenn er will. Brunsbüttel, die Industrie auf der Kanalsüdseite, dahinter die Elbe. Und das Schleusentor ist tatsächlich schon geöffnet. Es läuft weiter glatt für die Bernhard Schepers. Der Kapitän wird in der Schleuse anlegen. Die letzte Kanalfähre. In Brunsbüttel und Rendsburg ist die Leitung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes gleich nebenan. Nautiker Sven Krieg hat den Überblick über den ganzen Kanal. Als Kapitän ist er weltweit gefahren, kennt den mindestens 600 Kilometer längeren Weg um Skagen, genauso wie die 100 Kanalkilometer und ihre Schleusen. Sein wichtigstes Hilfsmittel für die Schiffslenkung ist immer noch das gleiche wie vor 100 Jahren. Nur war es damals eine große Wandtafel. Das Wegzeitdiagramm. Auf der linken Seite ist Kiel, auf der rechten Seite ist Brunsbüttel. Dazwischen unterwegs die Schiffe, jedes mit Verlaufslinie. Das Grundproblem liegt da, wo sich die Linien treffen und die Schiffe begegnen. Für 2 große Schiffe, 2x Gruppe 5, wie die Bernhard Schepers, ist der Kanal einfach zu eng. Man kann ganz pauschal sagen, wir haben eine Begegnungsziffer 8. Begegnungsziffer bedeutet, die Verkehrsgruppen werden einfach addiert. Also sozusagen das ganz kleine 1x1. Bernhard Schepers ist Verkehrsgruppe 5. Das heißt, er darf ihm maximal Verkehrsgruppe 3 begegnen. Alles, was höher ist, muss die Begegnung in der Weiche stattfinden. Damit wären wir bei dem Entgegenkommer, die Siechem Defiance, Gruppe 4, plus 5 Bernhard Schepers. Die Begegnung geht nur in den Weichen, den verbreiterten Stellen im Kanal, die grünen Balken auf dem Diagramm. Siechem Defiance ist jetzt gerade hier. Und wir, Bernhard Schepers, liegen in der Weiche Schwattenbeck und müssen noch ungefähr 20 Minuten warten. Der Nautiker als Begegnungsmanager. Ein paar Zimmer weiter sitzt Kollege Oliver Wilke. Seine Aufgabe liegt im Detail. Er muss sich manche Begegnungen ganz genau anschauen, etwa wenn es eine Havarie gegeben hat und vor Gericht verhandelt wird. Dafür erstellt er Animationen. Diese hier ist harmlos. Die Bernhard Schepers trifft gerade in der Weiche Schwartenbeck ein. Sie wird schon langsamer. Hier Kiel-Kanal 3 mit dem Sommelanruf um 10.20 Uhr. Die Verkehrslage westwärts. 5 Bernhard Schepers, 10.710 Meter, Vorsignal in Schwartenbeck. Hin 4. Die Bernhard Schepers vor Signal. Sie muss warten. Ende der Durchsage. Und es ist dieses Warten auf den Entgegenkommer, das aus 8 Stunden im Kanal dann mal 9 macht oder 11. Wir warten jetzt auf einen Vierer. Jetzt siehst du, es warten 3 Schiffe auf ein Schiff, wo man sagen würde, wieso, dann wäre es doch besser, die 3 würden erstmal weiterlaufen. In Brunsbüttel, die versuchen das so, dass sie sagen, okay, wir warten jetzt hier zwar 20 Minuten, das macht nichts, dafür haben wir später eine glatte Passage mit anderen Schiffen. Und insgesamt wird die durchschnittliche Wartezeit so minimiert für die gesamte Schifffahrt. Die Sport